herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Haringway. Wir spielen Super Mario 64 weiter und wir versuchen heute mal die grüne Giftgrotte abzuschließen. Hätte ich ja gern schon beim letzten Mal getan, aber egal. Suche im Nebel den Notausgang. Ich dachte, den hatten wir schon gefunden. Suche im Nebel den Notausgang? Nee, Moment. Irgendwas ist hier... Moment. Wir hatten doch... Ich weiß noch, welche beiden Sterne hier in dieser Welt fehlen. Aber... Und ich weiß sogar, dass wir auch... Natürlich, wir waren doch bei dem einen Stern schon, als ich 100 Münzen eingesammelt habe. Aber ich wollte ihn dann nicht haben und... dann bin ich einfach weitergegangen. Wo... Was ist für die der Notausgang? Ich bin gerade so ein bisschen... verwirrt. Suche im Nebel den Notausgang. Suche im Nebel. Was ist denn für die hier? Ein Notausgang. Setz mal das Käppi auf, Mario. Genau. Und dann geh mal hier so durch und dann freu dich. Dort oben nicht. Das ist der Ausgang von eben. Gab es hier noch einen anderen Ausgang? Oh, Hering. Oh, Hering, oh, Hering, oh, Hering. Nee, sei doch nicht. Jetzt sei nicht doof, Hering. Moment. Das ist doch im Endeffekt ganz einfach. Ich hätte eher gedacht, dass das hier der Notausgang ist, aber nee. Das... Wir gehen nochmal durch diese Tür hier. Das ist nämlich nicht der normale Ausgang aus der Grotte. Hier ist wieder ein Fahrstuhl, der bringt uns wieder auf eine andere Ebene. Und diese Ebene müsste eigentlich die sein, die uns auch zum Stern führt. Das ist ja faszinierend. Herings Gedächtnis ist wunderbar und schön. So, genau. Jetzt sind wir nämlich in einem abgetrennten, abgeschlossenen Bereich. Jetzt sind wir hier. Ah, genau. Hier wollte ich nicht. Wow. Ich habe null Leben übrigens. Scheiße. Oh Mann. Das ist so dumm. Ah, immer wieder ein Erlebnis mit zuzugucken. Immer wieder ein Erlebnis, ja. Man fragt sich ja immer wieder, Leute, warum sollte man dem Hering zugucken, wenn es doch so viele andere Let's Player da draußen gibt? Man fragt es sich immer wieder. Ich frag mich das auch. Das ist ganz ehrlich. Wow, okay. So, ja, dann gehen wir jetzt nochmal in das Labyrinth der grünen Giftgrotte und kämpfen uns, das hier ist nämlich der normale Ausgang übrigens, wir kämpfen uns hier so durch in der Hoffnung, dass wir den richtigen Weg zur Glückseligkeit finden. Und die Glückseligkeit beginnt wahlweise irgendwo hier hinten links, wenn wir dann nämlich wieder den Weg dort hinauf geschafft haben. Hui! Ja, das sieht gut aus. Ich bin, glaube ich, zu hektisch in diesem Spiel. Das passiert mir wirklich nicht oft. Das ist so dieses Trügerische. Man denkt irgendwie, man hat dieses Spiel schon 20.000 Mal gespielt, was nicht wirklich hinkommt, aber naja, annäherungsweise. Und dann ist man halt so von sich überzeugt und dann glaubt man irgendwie, das passt schon. So, langsam. Wow. Okay, ja. Ich hatte noch mal ein bisschen über dieses Elpea-Dasein nachgedacht. Nee, über dieses, über das Thema vom letzten Mal. Ihr wisst schon, was meine Arbeitskollegen so gesagt haben und wie ich selber das Elpeen so einschätze und so. Und, ja, weiß nicht, für meine... Ich glaube, ich bin allein schon deshalb nicht massenmarkttauglich genug, um jetzt auch mal wieder solche Töne anzuschlagen, weil ich irgendwie zu viel... Und zu sehr bisweilen über gewisse Dinge nachdenke. Und das geht mit der ganzen Sache einfach nicht konform. Du hast 50 Powersterne übrigens gesammelt. Jetzt kannst du die Tür mit dem großen Stern im dritten Stock öffnen. Hast du bereits alle Schalterpaläste gefunden? Diese besonderen Mützen sind sehr nützlich. Ja, ja, Schalterpaläste. Hab alle. Ist schon in Ordnung. Gut. Nächster Stern. Achte auf rollende Felsen. Ich meine... Ich habe mir versucht, das Gespräch, was wir da also während der Betriebsfeier hatten, irgendwie... Ich habe mir versucht, dieses Gespräch anders vorzustellen oder so. So, dass meine Arbeitskollegen eben nicht zwangsläufig über
Pizmeat oder Gronkh oder wen auch immer reden, sondern eben über meine Tätigkeit als LPer. Und vielleicht liegt es auch daran, dass ich irgendwie selber eine zu große, ich bin unnötig falsch gegangen. Ich hätte eigentlich auch ganz woanders lang gehen können. Egal. Vielleicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich lustig genug bin. So, jetzt ist raus. Ja. Es tut mir leid. Nee, irgendwie. Ich glaube, das. Nee. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass tatsächlich irgendwo hier in Deutschland bei einer anderen Weihnachtsfeier irgendwelche Leute zusammensitzen, über Let's Plays reden und irgendeiner so sagt, was ist eigentlich auf der anderen Seite? Gar nichts. Und irgendeiner so sagt, ah ja, übrigens, ich guck den Herringway. Der macht voll lustige Videos und so. Das ist voll Knorke. Ich weiß nicht, irgendwie dieser Gedanke, den finde ich auf eine gewisse Art und Weise absonderlich. Bin da irgendwie nicht überzeugt von dieser Idee. Aber vielleicht geht's auch nur mir so. So, okay. Welt Nummer 6 haben wir übrigens abgeschlossen. Endlich! Das heißt, wir können uns Welt 7 widmen. Welt 7 beginnt hier in diesem wunderbaren, feurigen Gemälde. Die Lava-Lagune. Werfe Big Bully in die Lava. So. Sei nicht schüchtern, sondern wehre dich, wenn jemand versucht, dich von einer Plattform zu schubsen. Sonst steigt die Temperatur. Genau. So. Wir sollten vorzugsweise nicht in die Lava hineinfallen. Übrigens fällt mir gerade auf, die Lava Laguna hat dieselbe Musik wie die noch kommende Wobbiwabba-Wüste? Echt? Ich dachte eigentlich, oder ich hätte gedacht, oder ich hatte gehofft, oder irgendwie ging ich einfach davon aus, dass die Lava Laguna ein eigenes Musik-Theme hätte. Aber zugegebenermaßen, ich hätte sie jetzt auch nicht im Kopf gehabt. Die ist irgendwie seltsam. Weil diese Musik hier, die ist so charakteristisch für die Wobbiwabba-Wüste irgendwie. Vielleicht auch einfach, weil ich in der Wobbiwabba-Wüste mehr Zeit verbracht habe. Das kann unter Umständen sein. Na gut, das war übrigens der Bully, den ich jetzt so schmählich missachtet habe. Aber unter Umständen werden wir ihn noch ein, zwei Mal im Spiel sehen. Und das war der allererste Stern. Das ist eine Welt nach meinem Geschmack. Man kommt hier rein, zack, sammelt 12 Münzen, zack, legt eine neue Bestleistung hin, weil die erste Bestleistung, zack, und holt sich einfach so den ersten Stern. Werfe die Bullies in die Lava. So, welche Bullies sind damit jetzt gemeint? Werfe die Bullies in die Lava. Sind damit bestimmte Bullies? Sind damit bestimmte Bullies gemeint? Oder irgendwelche Bullies, die ich kennen müsste? Oder so? Irgendwie ist mein Timing gerade nicht so sonderlich doll. Es ist nicht schwer, sie runterzuschubsen. Sind dort hinten Bullies? Ich weiß es nicht. Ich kann ja einfach mal gucken gehen. Die Welt ist ja sowieso groß. Das geht jetzt übrigens schief. Au. Ups. Ich finde schön, wie es vom Game-Over-Bildschirm wieder in den normalen Titelscreen wechselt und dann die Musik wieder fröhlich wird und Mario wieder rumpampelt und alles so tralala. Das wollte ich euch übrigens zeigen. So, okay. Jetzt können wir wieder ernst machen und... Achso, ja, wir starten wieder hier. Scheiße. Ist doof, wenn man immer nur mit 4 Leben anfängt, ne? Und ist vor allem doof, wenn man nicht am Stück spielt. So wie vielleicht so manch anderer Let's Player. Oder wenn man nicht einfach mal so ein Safe State setzen kann, um irgendwie die Leben zu speichern oder irgendwie sowas in der Art. Ich könnte natürlich vor jeder Aufnahmesitzung auch einfach mal Leben farmen oder so. Aber ich hätte ja eigentlich gedacht, dass das in einem Spiel wie Super Mario 64 nie notwendig ist, weil ich da schon irgendwie durchkommen werde. Die Frage ist tatsächlich, wie ich hier durchkommen werde. Also irgendwie macht mich das... Warum ist hier schon wieder ein Hase? Ist das so richtig? Was ist los mit dir? Nein, 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 nicht du schon wieder. Ich habe jetzt wirklich keine Zeit, über Sterne zu quatschen. Hier, nimm ihn und lass mich runter. Ich habe noch wichtige Geschäfte zu erledigen. Oh, dabei will ich dich nicht stören. Tatsächlich. Ich hatte das auch noch so im Hinterkopf, dass man den Hasen zweimal fangen musste. Aber ich hatte gedacht, dass der Hase dann in einem anderen Stockwerk auftaucht oder so. Oder
Oder muss man einen Hasen vielleicht sogar dreimal fangen? Und er taucht noch in einem anderen Stockwerk auf? Bin mir da gerade nicht so ganz sicher. Werfe die Bullis in die Lava. Immer noch. So, ich lasse mich nicht gerne herumschubsen. Was ja eigentlich auch, daher kommt ja der Name Bulli. Also, von das, so, herumschubsen und so. Die Bullis halt. So, das geht übrigens wieder schief. Ups. So macht man das richtig in der Tat. Man stellt sich dann so in die Mitte und... Ups. Übrigens stelle ich gerade bezeichnenderweise fest, dass ich hier nicht so hundertprozentig richtig bin, aber irgendwie doch. Okay, so. Jetzt sind wir nämlich auf der richtigen Plattform und können uns um die Bullies vielleicht kümmern, sofern sie uns am Leben lassen, was jetzt schwierig wird. Oh, oh, oh. Ist halt so eine Sache. Man sollte sich ja eigentlich auch nicht mit allen dreien auf einmal anlegen, sondern stattdessen sollte man das Ganze ruhig und besonnen machen und dann eben auch das richtige Timing nicht vergessen. Ach komm, muss gar nicht so schwer sein hier, dass du einfach mal die Mücke machst und dann hier noch mit einem gezielten Faustschlag der Freude. Oh, ja, das passiert übrigens, wenn man die kleinen Bullis herunterjagt, dann kommt nochmal so ein großer Bulli. Aber auch der stellt natürlich keine ernsthafte Bedrohung für uns dar. Und so haben wir ohne Probleme den zweiten Stern dieser Welt eingesammelt. Ja, ist alles viel einfacher hier, ne? Ja, ja, ist alles... Alles viel einfacher. Alles viel einfacher. So, ich weiß noch nicht genau, wann ich mich hier um die 100 Münzen kümmere. Das ist so eine Sache. Vielleicht sammeln wir auch erstmal die normalen Sterne ein. Ich finde die 8 roten Münzen. Weil... Bei den 8 roten Münzen, da lohnt sich das jetzt bedingt, die 100 Münzen sammeln zu wollen. Denn die 8 roten Münzen, die sind hier ausnahmsweise mal alle auf einem Haufen. Das ist so ein ganz klein wenig seltsam. Denkt man ja eigentlich nicht dran, dass sowas tatsächlich mal passieren kann oder so. Auf diesem lustigen kleinen, ups, Schiebepuzzle hier von Bowser verbergen sie sich nämlich. Wenn sie das Puzzle zusammensetzt, spuckt Bowser übrigens ein paar Münzen aus. Eventuell auch wichtig für etwaige Leute, die 100 Münzen sammeln wollen. Aber für den Moment sammeln wir erstmal den roten Münzenstern ein und erfreuen uns daran, dass wir ihn irgendwie so ein ganz klein bisschen haben. Ja. 55 Sterne übrigens. Wir nähern uns langsam aber sicher der Halbzeit. Liege ich noch gut im Zeitplan? Ich weiß es nicht. Ich habe ja immer sowas angepeilt, so zwischen 20 und 30 Parts. Das erschien mir irgendwie auf eine gewisse Art und Weise realistisch. Ich weiß zum Beispiel, dass jemand, dessen LPs ich eigentlich auf eine gewisse Art und Weise geschätzt hatte, aber der leider in letzter Zeit irgendwie nichts mehr macht, nämlich der gute Mirror-LP. Ich weiß, dass er aus Mario 64 damals eine Challenge gemacht hat. Und irgendwie das Spiel innerhalb von 20 Parts beendet hatte. Was? Oh. 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 Oh, 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 oh. Das war doof. Das war mega doof. Das war... Oh, oh. Oh, oh Gott. Gott, oh Gott. Man sollte auch einfach mal die Kameraperspektive richtig drehen, ne? Dann wüsste man nämlich auch Bescheid, wann die dämlichen und so weiter und so fort. Dreht sich das Ding hier? War das der Gag? Ja, das Ding dreht sich tatsächlich. Oh, wow. Und das auf dem Nintendo 64. Das ist ja unfassbar. Das sind so Gags, die man eigentlich auch aus Super Mario 3D World zum Beispiel kennt. Aber ja, hier in Mario 64 gab es sowas das allererste Mal. So, ja. Also wie gesagt, Mirror hat damals eine Challenge draus gemacht, irgendwie das ganze Spiel in 20 Parts zu beenden. Ich glaube, er hatte es nicht hundertprozentig geschafft und war dann so bei 21 Parts. Nachdem er die letzten beiden Parts irgendwie verhältnismäßig lang gemacht hat oder so. Ja, war dann halt so. Aber mein Gott, das wäre gut, wenn ich so annähernd in den Bereich kommen würde. Aber ich glaube jetzt mittlerweile nicht mehr wirklich dran. Ich glaube, das wird eine ziemlich haarige Angelegenheit. Und ich habe mich mal wieder ein ganz klein bisschen überschätzt. Yay! Als ich den ganzen Quatsch hier angefangen habe. Erkunde den Vulkan. Ach was. Oder sammeln wir jetzt... Ach komm, nee. Wir machen jetzt mal vor... Ich glaube, ich muss sowieso zweimal in den Vulkan rein. Das war nämlich der ganze Gag hier irgendwie.
Obwohl die Welt eigentlich noch so groß ist. Oder es gibt hier so viele Ecken, die wir eigentlich noch nicht erforscht haben. So wirkt es zumindest. Gerade so ein ganz klein bisschen überlegen. Soll ich da jetzt einfach so reinspringen? Wäre eine gute Idee gewesen, ne? Wenn ich getroffen hätte. Oder muss ich da irgendwas vorher aktivieren oder so? In einem anderen Spiel müsste ich erst irgendwas aktivieren. Ich glaube, hier muss ich einfach nur reinspringen. Reinspringen! Es funktioniert, tatsächlich. Gut. Gehen wir erstmal hier lang. Warum erstmal hier lang? Ganz klar, weil man auch auf dem anderen Weg hätte gehen können. Also andere Seite. Da wären irgendwie auch Plattformen gewesen und so weiter und so fort. Aber ich denke jetzt einfach mal, dass das hier schon so seine Richtigkeit hat. Boah, diese Mauer hier ist gemein, ne? Also, die könnte einen, ohne mit der Wimper zu zucken, zerquetschen. Mauern haben jetzt zugegebenermaßen sowieso eher kurze Wimpern, weil nicht vorhandene Wimpern. Von daher wäre das schon... Also für die Mauer wäre alles in Ordnung. Und ich könnte sie nicht mal richtig übel nehmen. So, die Passage hier ist relativ spannend, weil man sollte... Man sollte hier ein bisschen aufpassen mit den... Ja, ihr seht es schon. Hui! Mit den Sprüngen von Bambusstaude zu Bambusstaude, was natürlich keine Bambusstauden sind, aber egal. Dass das jetzt so gut geklappt hat, ist grenzt fast schon an ein Wunder, aber okay. Der vorletzte Stern dieser Welt, also vom 100-Münzen-Stern mal abgesehen, gehört jetzt also uns. Wir haben den Vulkan das allererste Mal erkundet. Ich bin einigermaßen glücklich und zufrieden mit mir und der Welt, aber das soll es dann für den Moment dann auch erstmal wieder gewesen sein, ja. War ein lustiger Part, ne? Ja. Werden sich irgendwelche Leute auf irgendwelchen Weihnachtsfeiern darüber unterhalten? Bin mir irgendwie unschlüssig, was das angeht. Aber okay. Vielleicht mache ich mir nur wieder zu viele Gedanken. Ich sag für den Moment dann erstmal wieder chill mit Ö, entlasse euch in den Abend oder wohin auch immer und sage hoffentlich bis ganz, ganz bald.